Ja, Grüße vom Baron höchstpersönlich. Es macht mir wirklich Spaß, Videos über dieses Spiel zu machen. Es ist so einfach. Und der Kanal ist nicht so inaktiv. Ja, ich habe den neuen Account fleißig weitergespielt. Rang 31 habe ich erreicht und mein Team macht sich. Mein Team ist wirklich alles andere als übel. Ich habe auch jetzt im Banner, in diesem Banner mit Orlando und Luca, habe ich mit Luca tatsächlich ein bisschen Glück gehabt. Ich habe Luca gezogen, Dunkelfina macht sich immer noch gut, fegt die Gegner alleine weg. Wunderbar. Ich habe Rico bekommen, einen der besten Einheiten, die man überhaupt bekommen kann. So ein krasser Support, den die bringt. Ich habe Barts gezogen, den ich jetzt mal Chizuru vorziehen werde. Einfach weil ich Barts toll finde. Und ich habe Varn, bla, und ich habe Varn drin, der auf jeden Fall noch, wie man sieht, der auf jeden Fall ziemlich frisch noch im Team ist. Aber ich finde Varn einfach cool. Und ich wollte einfach mal einen Charakter mit Allesbrecher endlich mal im Team haben. Krieger mit Krieger des Lichts hat es noch nicht geklappt. Wer weiß, vielleicht werde ich auch in Zukunft noch ein Video von der japanischen Version machen, weil in der japanischen Version habe ich den Feuer- und Eislasswurl gezogen, tatsächlich. Den fucking Feuer- und Eislasswurl. Und der Limit Burst, der Limit Rush mit der CGI-Cutscene, die hat ja nur er, ist wirklich super. Der ist wirklich. Der ist top-notch. Ich werde einfach wieder ein bisschen Gameplay zeigen mit diesem Team. Ein bisschen rüpsen. Ein bisschen Scheißdreck machen. Ich weiß nicht, wie die Lautstärke gut ist. Ich glaube, das ist zu laut. Ich lasse es mal so. Keine Schwarzmagie. Keine Toten. Alles klar. Okay, wir nehmen den mit. Wir nehmen den guten Orlando hier mit. Einzige, was ich mir für mein Team jetzt noch wirklich wünschen würde, wäre ein Setzer. Ein Setzer wäre jetzt perfekt. Jetzt kommen die Nachrichten, ey. Kann man das irgendwie ausstellen? Das wäre echt toll. Das Video, das irgendwie. Ach, was soll's. Stehlen. Stehlen. Keine Schwarzmagie, ne? Na gut. Dann mach ich einfach das hier. Einfach drauf. Ja, Luca braucht auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit, bis die was bringt. Waren sowieso. Ich hoffe nur, dass dieses Wochenende wieder eine Kaktoren-Quest kommt. Eine Charakterenquest ist auf jeden Fall dringlichst benötigt für mich. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen, was uns das Wochenende bringt. Das kann man wahrscheinlich nachschauen, aber ich lasse mich eigentlich immer überraschen. Heute ist ja Mittwoch. 2 Tage noch, dann sieht man's. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann meine Charaktere, meine neuen Zugänge dann doch auf einen guten Stand bringen. Das habe ich vergessen zu stehlen, ne? Mit was? Ach, was soll's. Ah, das ist das letzte schon, okay. Oh, die halten viel aus, stimmt. Ah, was? Ich weiß, was nicht als. Ich weiß, was auf jeden Fall nicht als Schwarzmagie zählt. Oh! Ja, so ist es, wenn man 3 schwache Charaktere drin hat. Bart ist auch nicht auf der Höhe, die er sein muss. Ganz ehrlich, ich hau Ultima raus, ist mir jetzt egal. Schaden alle Ziele. Ja, stimmt, Synthese, schnell. Zack. Damit sie ihre tollen Fähigkeiten kriegt. Ich weiß nicht, wie der Limit Burst von Orlando ist. Ich versuch's mal irgendwie zu chainen, aber ich glaube, das funktioniert eh nicht. Magie und physisch. Ich weiß nicht, was das macht. Okay. Ich glaube, Sonnenstrahl wird uns da doch aus dem Kampf hier. Oh. Aus dem Kampf hier rausbringen. Let's go.
Sonnenstrahl ist ein cooler Move. Der macht 19.000 Schaden fix. Immer. 19.998. Killt es die? Bitte kills. Ah, die eine Fotze lebt noch. Scheiße. Bitte sterbt nicht. Ich weiß, ihr könnt es schaffen. Ihr müsst nicht sterben. Eisbar. Ah, oh, die hat sich geheilt. Blödes Stück Scheiße. Hm. Okay. Blitzgardobild, bitte. Ein Big Mac Menü mit der Cola. Ja, komm, machen wir das. Das könnte, glaube ich, sogar. Hm. Das war jetzt überraschend hart. Also man sieht, die Hälfte meines Teams braucht auf jeden Fall, der Großteil meines Teams, Orlando gehört nicht dazu, braucht auf jeden Fall Verbesserung. Vor allem Luca, damit ich mal eine benutzbare Heilerin im Team habe. Heiler unterschätzt man immer. Ach, vor allem in diesem Spiel kommt man ohne Heiler nicht weit. Vor allem, wenn es tatsächlich immer so schwer wird, dass Teammitglieder tatsächlich anfangen zu sterben. Jetzt haben wir halt nichts bekommen, na, scheiß drauf. So ist Leben. Ach, ich liebe es, WLAN zu haben. Wenn man halt sein ganzes Leben schon immer WLAN hatte, überspringen wir mal, dann ist es natürlich nichts Besonderes mehr, aber wenn man wirklich nie WLAN hatte und dann plötzlich WLAN hat, dann ist es... Das ist, wie im Himmel. Meeresgrund. Keine Gegenstände, zwei Limitrausche. Okay. Hau mal rein. Limitrausche. Nehmen wir mal Eileen mit. Meine bisher beste Eileen, die ich in der Freundesliste habe. Ich bereue es immer noch, dass ich nicht den Account mit Eileen weitergespielt habe. Ich wollte Dunkelfina unbedingt behalten, weil ich sie cool fand. Ich finde sie auch immer noch total cool vom Design und ich bereue es nicht. Ich meine, sie macht immer noch hier... Ist immer noch ein Powerhouse. Aber ein Ex-Def kann die Rolle genauso gut einnehmen. Das ist halt die Sache. Aber Eileen holt sich die einzelnen Ziele und zerstört sie. Dann stehen wir mal wieder eine Runde. Was waren jetzt die Missionen? Zwei Limitrausche, das stimmt. Na gut, hören wir einfach drauf. Let's do this. Ich muss bloß zwei Limitrausche zusammenkriegen, ist ja nicht so schwer. Vielleicht auch Autokampf anstellen. Und zack. Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass solche Videos, so einfache Gameplay-Videos. Oh shit. Ausmachen. Dass solche einfachen Gameplay-Videos irgendwie interessant sind für den durchschnittlichen Zuschauer. Ich meine, jeder, der sich ein Brad Exvius-Video anschaut, der will wahrscheinlich irgendwas wissen oder so. Guck mal, ob Dystopia genug Schaden macht. Und ich gebe hier einfach ein bisschen Gameplay. Zeig mein Team, zeig meinen Fortschritt. Let's go. Ich möchte kontinuierlich Videos bringen. Bis zu den höchsten Höhen der Levels. Von Anfang bis Ende sozusagen. Oh, es wird eine Weile dauern, bis ich da oben bin. Bei den Top-Players. Bräuchte ich auch einen Setzer für. So, haben wir alles abgesahnt. Jetzt haben wir auch schon keine Energie mehr. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen ins Kolosseum und wir gucken. Da gibt es nicht viel zu gucken. Wir zerstören sowieso das ganze Kolosseum. Also. Kolosseum ist was, da kann man eigentlich chillen. Da kann man gemütlich rein. Hm.
Start, bitte. Start. Ich weiß nicht, ob das Spiel zu leise oder zu laut ist. Ich mach's mal ein Stück lauter. Und nachher in einem Video sehe ich's dann. Falls es dann zu laut ist, tut's mir leid. Aber es ist echt nicht leicht, hier die richtige Lautstärke zu finden. Das ist halt wahr. Komm, die halten eh nichts aus. Topia legt ihr wahrscheinlich dreimal um. Aber hier kann man auf jeden Fall gemütlich spielen. Spielen ist hier was, was sollte man auch machen, weil es ist wirklich nicht schwer. Hier kann man sich noch ein paar kleinere Materialien abgreifen. Nichts Großes. Die meiste Zeit jedenfalls. Aber falls man halt mal wieder neue Einheiten kriegt, die irgendwie auf 3 oder 4 Sternen starten, dann ist man doch froh, wenn man die Sachen schon zusammen hat. Bei Stehlen wähle ich halt die Charaktere auch einzeln aus, um sicher zu gehen, dass auch verschiedene Gegner betatscht werden. In meinem Zoll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dieses Video immer noch weiterführe. Ich habe mein Team gezeigt und fertig. Die Hälfte des Lustiges, ich zeige mein Team und die Hälfte des Teams kann einfach noch gar nichts. Ich hätte ein bisschen mehr Riku zeigen sollen, weil Riku ist wirklich das Highlight in meinem Team. Oh. Hier kann den Dick Boss beklauen. Der hat nichts. Der hat natürlich nichts, ne? Klar. Dunkelwiener fegt zwar alles weg, aber das Highlight im Team ist Riku. Aber tatsächlich halt, sie scheint wirklich in Bosskämpfen. Dann kann man ihre Synthese aktivieren und bekommt dann für 3 Runden Zugriff auf ihre besten Sachen. Ogre-Töter. Ob ich das irgendwem ausrüsten kann? Der Barz kann das bestimmt ausrüsten. Aber Barz hat schon ein ziemlich gutes Schwert mit 80 Angriff. Das ist ja das Tolle. Barz hat eine tolle Waffe, aber ich kann ihn einfach nicht leveln. Deswegen kann er dieses Schwert nicht ausnutzen und hier zum richtigen Powerhouse werden. Und das pisst mich an. Dass ich das nicht machen kann. So, wir klauen den Bomber. Und wir klauen das hässliche Vieh hier. Und tschüss. Aber diese schönen Schadenszahlen, diese stetig wachsenden Schadenszahlen, die sind auch befriedigend. Das ist halt die Art von Rollenspiel, die ich mag. Wenn man zum Beispiel jetzt mal vergleicht Destiny und Borderlands, ne? Bei Borderlands macht man irgendwie, keine Ahnung, wenig Schaden anfangs. Man sieht ja die Schadenszahlen. Und auch wie auch bei Diablo gehen die Schadenszahlen dann bis in die Millionen oder auch Milliarden hoch. Je nachdem, wie krass man ist. Und das ist die Art von Rollenspiel. So muss ein Rollenspiel sein. Die Power muss kontinuierlich neue Höhen erreichen können. Deswegen habe ich auch Destiny gehasst nach einer Weile. Man spielt Stunden um Stunden und man wird einfach nicht viel besser. In Destiny wird man einfach nicht stark. Wenn ich mir die Schadenszahlen anschaue, dann bin ich enttäuscht. Deswegen habe ich für Destiny auch keine Motivation. Naja, erstes Wort zum Ende. Danke fürs Zusehen. Oh, 70 Nachrichten. Und tschüss.